Am 26. November 2019 kam ich wegen eines sehr niedrigen Blutdrucks und dem Gefühl, keine Luft zu bekommen, mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Als ich gleich auf die Intensivstation und an ein Beatmungsgerät kam, war schnell klar, dass es sehr ernst ist. Aber mir war damals noch nicht klar, dass es der krasseste und knappeste Fight meines bisherigen Lebens werden würde. Oh, Dr. Meinung, seit 2,5 Wochen liegt er jetzt schon im künstlichen Koma. Was können wir denn noch tun? Nicht viel, Pfleger Meinung. Wir können uns nur weiter gut um ihn kümmern und beten. Kämpfe, Meinung. Kämpfe bis zum letzten Atemzug. Möge Gott dir beistehen. Wirklich? Wirklich? Das wünschen Sie unserem Patienten? Kämpfe bis zum letzten Atemzug? Schämen Sie sich. Schämen Sie sich. Und derjenige, der Sie eingestellt hat, sollte sich genauso schämen. Unfassbar. Haben Sie denn wenigstens schon die Spritze mit dem Bill Gates Mikrochip hingerichtet? Erstens, Dr. Manu, heißt das Kämpfe bis zum letzten Atemzug, nicht Krämpfe. Das ist sein Motto. Zweitens, die Spritze mit dem Bill Gates Mikrochip habe ich Ihnen hier vor Ihre Nase hingelegt. Und drittens, haben Sie mich vor einem Jahr eingestellt. Ich habe Sie eingestellt? Sind Sie sich da sicher? Okay, nun, wie dem auch sei. Ich sehe gerade, hier liegt ihr. Die Spritze. Wussten Sie, dass die meisten Leute denken, Bill Gates würde seine Chips per Impfungen an die Leute bringen? Stimmt nicht. Entweder machen wir das, wenn die Leute stationär da sind. Ich meine, sie können sich ja dagegen nicht wehren. Sie können ja nicht unterschreiben, dass sie das nicht wollen. Ne? Und wir werden dafür ja immerhin ganz gut bezahlt. Aber in Wirklichkeit, die meisten Chips werden in den Fußballstadien in die Getränke gemixt. Wissen Sie auch warum? Denn in Wirklichkeit ist Bill Gates gar nicht Bill Gates, sondern mal ein Neuer. Das wissen die meisten Leute nicht. Deshalb denken Sie, es wird durch Impfungen den Leuten eingepflanzt. Nun. Gut. Nun schreiben Sie bitte auf, Testperson 327 wurde geschickt. Testperson 327 wurde geschickt. Gut. Ehrlich. Aber jetzt mal ehrlich, Dr. Mann. Wie stehen denn seine Chancen? Nun, das kommt ganz drauf an, was Sie meinen. Die Chancen, dass er überlebt oder die Chancen, dass er ohne bleibende Schäden überlebt. Wie hoch die Chancen stehen, dass er überlebt. Ich meine, wenn man seine YouTube-Videos anschaut, ich glaube, viel mehr kann da ehrlich gesagt nicht kaputt gehen. Gut, man muss sagen, er ist ab und zu ganz witzig in manchen Videos, aber manche, oh Gott, Dr. Manu, tun Sie sich das nicht an. Sie können nachtelang nicht schlafen, ich schwör's Ihnen. Es ist grauenvoll, grauenvoll. Ich glaube, das dürfen Sie ehrlich gesagt nicht unterschätzen. Als er hier ankam, ging es ihm verdammt schlecht. Doppelseitige Lungenentzündung, und zwar eine verdammt schwere Blutvergiftung. Sein Sauerstoff war unheimlich tief im Keller. Und dann haben wir noch zusätzlich Zeit verloren, weil Herbert nicht da war, um ihm die Mund-zu-Mund-Beatmung zu geben. Was ich nicht verstehe, warum Herbert? Er ist Raucher, er kriegt ja nicht mal selbst wirklich Luft. Wie soll er jemandem Mund-zu-Mund-Beatmung geben? Er duscht nie, er hat Mundgeruch, er putzt sich nie die Zähne. Ich glaube, das Wort Hygiene hat er in seinem Leben noch nie gehört. Warum Herbert? Warum Herbert?
nicht eine Schwester, die in der Nähe war? Im Ernst? Sie glauben wirklich, er kann noch bescheuerter werden? Armer junger Mann, hat schon so viel mitmachen müssen und ist noch so hässlich. Das war auch ehrlich gesagt der Grund, warum wir Herbert ranholen müssen. Keine Schwester, die in der Nähe war, wollte Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Herbert war der Einzige, der sich bereit erklärt hat. Und als wir dann im Essensraum bei ihm waren, wo er seinen legendären überbackenen Knoblauch mit Limburger stinkigen Käse gegessen hat, wollte er ihn erst fertig essen. Deshalb sind nochmal 5 Minuten flöten gegangen, bis er endlich beim Patienten war. Jetzt wollte ich sagen, der Allerschlimmste ist ja wirklich nicht. So ein bisschen mit dem Bart sieht er echt ein bisschen aus wie ein Affe. Orang-Utan, würde ich jetzt sagen. Aber ein sehr dünner Affe, finden Sie nicht? Ich glaube, Sie könnten recht haben. Ich denke, wir hängen ihm ein bisschen Nahrung an, dass er groß und stark wird, um das Ganze auch zu überstehen. Wissen Sie was? Vergessen Sie groß, das Thema ist durch. Aber ein bisschen kräftiger könnte er durchaus werden. Ist gut, ich schau mal, was wir da haben. Es tut mir leid, Dr. Mörner. Wir haben nur noch Banane da. Schoko ist weg und Erdbeer. Hat sich gerade Herbert die letzte Packung aufgemacht und isst sie gerade zu seinem überbackenen Knoblauch. Das hätten Sie sehen müssen. Er und Tobi haben sich gerade in der Küche eine Schlägerei geliefert, wer die letzte Packung essen darf. Sie müssen echt mal was sagen. Die beiden essen die Patientennahrung weg. Wirklich? Die haben sich geschlägert? In der Küche? Hat es irgendjemand aufgenommen? Nicht? Schade. Na gut, also, wo waren wir? Hängen wir ihm die Bananennahrung an und ich drehe das Propofol, die Michael Jackson-Milch etwas runter. Und dann schauen wir, was passiert, ob ihm die Nahrung dann Kraft gibt, dass er aufwachen kann. Ansonsten legen wir ihn wieder schlafen. Gut, schauen wir mal. Gut, Propofol ist runtergedreht. Jetzt warten wir mal erst, ob er aufwacht. Und dann lassen wir ihm die Nahrung rein, dass er zu Kräften kommt. Keine Banane! Wo bin ich? Manu, hallo, du bist im Krankenhaus, es ist alles okay. Du warst 2,5 Wochen im künstlichen Koma, bist fast abgenippelt, aber es ist alles okay. Alles gut. Beruhigen Sie sich. Gut. Wow, Dr. Manu, finden Sie nicht auch, dass er wach noch hässlicher ist? Ja. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde, er hört sich an wie ein Mädchen. Nach dem Koma wurde mein Aufenthalt auf weitere 8 bis 10 Wochen geschätzt. Nach 7 Tagen kam ich von der ersten auf die 2. Intensivstation. Nach weiteren 10 Tagen kam ich auf Normalstation. 6 Tage später wurde ich entlassen. Ich danke meinen Ärzten Frau Dr. W., Frau Dr. Schö., Dr. K., allen Physios und allen Ärzten, Schwestern und Pflegern der ITS 1, ITS 2 und Normalstation, die trotz ungewissem Überleben jede Sekunde um mich kämpften. Ich hoffe, dass jeder, der dieses Video sieht, den Glauben und die Hoffnung findet, dass alles, egal wie schlecht es aussieht, gut ausgehen kann. Und hoffe, dass auch ihr meinem Motto
Kämpfe bis zum letzten Atemzug folgen könnt. Denn nur das ist wichtig. Kämpfen bis zum Schluss.